You might not be entirely happy with your role, but just know that it's the most important one. Capiche? Now, shall I elaborate? Making Yira the leader is all good in theory, but sometime later you might think, he's terrible at this. In which case, it'll be your job to step up. Who knows? Not into your me. Leadership might be just what everyone needs, and that is your true role. Ey, tut doch, ja. Ist auch voller Puppenspieler, der Typ, ey. Best of luck, I said. Er ist auch voller Puppenspieler, ey. Der hat da doch alles geplant, ey. Year since the master left. It's time for me to fulfill my true role. Ja, sag ich doch. Alles kaputt machen. Oh klar, einer von denen hier irgendwie durchdreht. Was? Da war ja die Hand von JoJo's Bizarre Adventure. Ey. Don't be so conceited. I'm protecting the balance, just like the master told us to. You need to come to your senses. If we don't do something, light will expire. Then we won't be able to avoid the grim future that awaits. We need to defy the master's teachings to protect the world. You're saying he was wrong? He's not here anymore. I won't let his prophecy come true. I won't let the world fall into darkness. You fool! Schon wieder dazwischen. Oder so. Der eine Typ wird dazwischen gehen. Over here! Envy! Asad! What's going on? I found out who the traitor is. Regrettably. No, that's not true! Abba! There's no time to lose! May my heart be my guiding key. Ja, wer hat gewonnen? Wer lebt noch? Wer nicht? Das ist seine Aufgabe gewesen vom Meister. Wissen wir, glaube ich, noch nicht, ne? Wird wahrscheinlich jetzt erzählt. Ja. Master. Master? If you're busy, I can always come back later. Sure. No, oh, no, 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 stay. Now where? Ah, here it is. Oh, der hat die Seite rausgerissen. What's this? Go on, read it. This is from the Book of Prophecies. But. Yep. It's a page that's not in any of your books. And what's written here is...
your role. You must find the traitor hidden among you and stop them before it's too late. And in order to help you find the traitor... I get it. That's why you gave us all different roles, isn't it? If anyone deviates from the job they were given, we can easily conclude that they are the traitor. It's brilliant. Way to steal my thunder, show off. Huh? It's not fair. My plan was supposed to blow your mind with its grandeur. Your jaw should have hit the floor at my sheer genius. I'm sorry? But was my logic flawed? Oh, you're right. So, I guess now you've earned your time in the limelight. Der erste, der gegen die Befehle von dem Achtel ist, der Verräter gewesen. Even though there is a traitor, act normal and keep focused. Trust no one but yourself. Trust no one but myself. Wer ist aus dem Kampf jetzt? Sind die noch am Kämpfen? Sind alle tot außer er? Sprich mit mir. Ich nehme an, die sind voneinander geflüchtet. Gula. Do you want to know what my role is? Huh? The books we were given are incomplete. There's a lost page. Lost page? On that page, it is written that there is a traitor. The master told me to find and stop that person. I called you my comrade, but never again, Gula. It doesn't matter to me if you think I am the traitor and you want to strike me down. You knew there was a traitor and you just watched silently as we fought each other. And I won't forgive you for that. You can barely stay on your feet. Just give up already. Don't you underestimate me! Oh, man. Did it have to come to this? Wo ist eigentlich der Ira, während die alle auf den losgehen? Ja, hallo? Ja, da ist er. Boah. To finish me off and make it quick. That's not what brought me here today. I wish to fulfill the role bestowed upon me. That's all. It isn't our place to try to change the events of the future. That is not our mission. We're here to make sure that light lives on. With only five lights, we can't afford to lose any.
You still count me as one of the five lights? Of course. Only you could be such a good guy after everything we've been through. But hey, I guess that's one of the reasons I respect you so much. However, we still might only be four. I'm talking about Gula. He's using the knowledge of something called the Lost Page. He said that it contains events that are missing from all of our books. He's using it to discover and apprehend whoever is the traitor. Claims that's his role. But who knows what his real intentions are? What I do know is that I'll never forgive him for hiding the fact that he knew someone would betray us. That's the biggest betrayal of all. Aber wer ist denn dann der Verräter? Simply carrying out his role. Asad, I'll deal with this matter. Please keep it to yourself. Wenn er wusste, dass jemand ein Verräter ist, dann bedeutet er, einer von den anderen vier ist immer noch ein Verräter, ne? Nur weil er Edzit jetzt hier irgendwie behauptet, dass Gura ein Verräter ist, macht ihn ja nicht zum Verräter, versteht er? It had to be you, because you were the only one who knew where we were hiding. Didn't you think for a second that you're actually? Der spielt einfach nur mit denen hier. And why should that even bother you? Not only do you have your union, but you've also gathered the finest Keyblade wielders from other unions, and you're training them in a secret location, aren't you? Yes, because that is my role! I had no idea. I apologize. I overstepped. No. I shouldn't have snapped at you either. Irgendwie ist der Meister ja an allen schuld, ne? Wenn der nicht damit angefangen hätte. I don't know exactly. He just asked me to give up Gula. His eyes, they were scary. I was worried he'd do something awful. I knew I couldn't tell him where Gula was. Then he turned around and walked away. I see. And Gula? How was he doing? I don't know. He's gone. Take care of him. Ira? Oh Gott. Ich warte nur, bis irgendwas hier unglaublich schief geht noch. Und alle sterben und irgendwas. Tell me where he is. But why? What are you going to do? None of your concern. Don't. What? I won't let you near him. So that's it. All right. I'll go. What are you doing? Something happened? Ira was here. He wanted me to give you up. I knew it. It's finally come to this. Come to what? Everyone wants to know about the Lost Page. The Lost Page? Yeah.
It's a page the Master gave me. It doesn't exist in any of our books. It contains a passage about an inevitable betrayal. It talks about the one who bears the sigil. That's it. Ein Kreuz. So, I don't know what to make of it, to be honest. My role is to find out who it is. I suspected Ased and went to confront him. And look what happened. Why are you telling me this, Gula? I have enough to think about keeping with the Master's teachings and my role. Always walking the straight and narrow. I'm a fool for basing my actions on what is written on that lost page. Everything in the passage is ambiguous at best. That's why. I need to find out. But how? By asking the Master. But he's not here anymore. I'm going to summon Kingdom Hearts. What? Then he'll have no choice but to come back. Summoning Kingdom Hearts is forbidden! That's exactly why! The only way to get him back is to break the rules. If things don't change, the entire world is doomed. But in order to go through with it, I'll need Lux. I don't have nearly enough. You always do the right thing. Help me with this. I'm sorry. I know you want the Master to return. But you don't know how summoning Kingdom Hearts will affect the rest of the world. The Master, he forbid it for a reason. I'm afraid I can't help you. I see. Ja, sind ja auch keine Freunde mehr, oder? May your heart be your guiding key. Ah, Gott. Ghoul is on a mission to collect Lux. Ah. That explains why Ased and Ira are as well. They're trying to maintain the balance. But that isn't the balance we were expected to keep. Der Meister wird den also sowas von den Hintern treten, wenn er nach Hause kommt, ey. Ich bin für 5 Tage weg und dann passiert so ein Kack. Dann hat die Ereignisse, die zum Schlüsselschwertkrieg führen. Ja, Invi, what are you going to do? I'll gather Lux too. No matter what, the balance must be kept. Die Frage ist, tut der Meister jetzt all das machen, weil es drin in der Buch steht, oder weil er das unabwendbar ist und macht deswegen, was er will? Ja, vielleicht ist er genau, weil der diese Aktion hier macht hier, weil er hat ja gesagt, alles ist unabwendbar und so, aber vielleicht ist das ja nur so, weil der alles so einleitet, damit dann so wie in dem Buch passiert. Weiß man ja nicht. Schicksal und so was alles, ey. Kompliziert. Jetzt kommt ihr Auftrag. Case of Ava. What's written in the last page of the book is gonna happen. The entire world will be lost to darkness. But Master, isn't there anything we can do? Well, that's what brings me to your role. You might just be the only hope of keeping light from expiring. Na klar. Na klar. Master, what is it that you need me to do?
Don't get involved in any battles. Forget the notion of unions. Find Keyblade wielders with potential and create an entirely separate organization. Then, like the seeds of a dandelion, let them fly to another world. They will keep the light alive. Ah. You really think that I'm the right person for this? Ava, you're the only person for this. I understand. Ich traue dem Typen immer noch nicht. Das sind ja gute Absichten, aber der hat ja das Schlüsselschwert von Seanord. Wir schon, das mit den total schwarzen, mit dem Ziegenkopf und alles, weil das ist nicht ein Zeichen für was Gutes normalerweise. But in a world that is different, one made of dreams. You are our hope. A war will soon wage. Those who strive to protect the light will turn their weapons on their allies for the sake of loyalty to their own unions. To be honest, I don't know how far I can guide all of you. What you must remember is that anyone can lose themselves to the darkness. However, there will be no winners. Everything will be lost. Except all of you who are the seeds of hope. When the time comes and there is war, you mustn't fight, but instead you must fly away from here to the world outside. This training is to help you fulfill this crucial task. The future is in all your hands. As is the world's light. May your hearts be your guiding key. Case of Luxor, oh Gott. The gazing eye? It's not what it's called. Oh, what then? Actually, no name. No name. Well, what? Gazing or not, that Keyblade does have an eye in it. My eye, to be exact. Ew! Oh, you think that's gross, do you? No. Yeah, sure. Anyway, about your role. You need to pass down that Sigmar. Der hat auch nur ein Auge. Sag doch, er ist doch bösewicht. That my eye can see the future. So the Book of Prophecies. Lass mich raten, unter seinem Auge klang ein paar irgendwie das andere Auge oder was? Oh Gott, ich tue hier so viele Theorien aufstellen. That means you've trained a worthy apprentice. Pass down that handsome keyblade and fulfilled your role. Congratulations! What's the matter? Come on, you did a fantastic job. At least smile a little. But I haven't done anything yet. Good point. Guess you better get started then. Unfortunately, you'll have to go alone from here on out. No Book of Prophecies to keep you company either. I can't have you causing any temporal paradoxes. But hey, we both know you'll do just fine without it, right? Do I really have to go alone? What about the others? Minor details, so don't sweat it. For now, you, that Keyblade, and this box need to stay out of sight. Just watch with your own eyes, and my eye, of course, as things unfold between the others. Then, when the time is right, go off and do your thing. What's in it? It's a secret. And, well, you see, the thing is, you can never, ever open it. Great, now I really want to know. All right, I'll indulge you. But this secret stays between the two of us, and you have to promise never to open the box. I promise. But why?
You'll see. Natürlich werden wir das nicht herausfinden. Was kann da drin sein? May my heart be my guiding key. Was ist das für ein Zeichen da? Reconnect Kingdom Hearts, was? Zu Ende? Was? Okay. Ich weiß es irgendwie nicht. Was? Okay. Ja. Ich kenne keinen von den Synchronsprechern, deswegen. Ray Chase, muss ich bemerken. Klang wie Sigmar. Und ja, wir wissen jetzt leider nicht genau, was jetzt hier passiert ist, aber wir wissen ja, dass der Schlüsselschwert kam, der Schlüsselschwertkrieg kam, und wir haben ausgefunden, dass das Licht verschwindet. Und ja, wir wissen ja mehr oder weniger, was so in der Zukunft dann passiert ist. Und ja, wir haben natürlich jetzt wieder riesige Theorien. Was ist jetzt in dieser blöden Truhe drin? Ne? Luxo, Luxo, Luxo. Der Name von dem Schlüsselschwert ist No Name. Ich dachte, so ist das Schlüsselschwert von Mysterious Figure. Swerve by Sleep. Und ja, so wie ich gesagt, Schlüsselschwert war von dem bekommen, aber oh Gott, die Theorien schon wieder, ey. Ja, das ist das größte Ding, das größte Rätsel ist ja sowieso jetzt, was ist in dieser verkackten Truhe drin, ne? Wenn ich raten würde, würde ich vielleicht sagen, irgendein Körper, aber das sah ein bisschen zu klein aus, weil Zeitreise und so. Man kann nur durch die Zeitreise, wenn ein Körper irgendwie an einer bestimmten Zeitepoche oder so wartet. Vielleicht hat er irgendeinen Körper darin aufbewahrt oder so. Zweitens, ein anderes Schlüsselschwert, aber es war schon wieder zu klein. Aber warum? Warum? Warum darf er nicht öffnen? Scheint ja offensichtlich zu wichtig zu sein. Ich sag mal, öffnet. Wer war Luxo? Mich stört es, dass ich kein einziges Gesicht von den Typen da gesehen habe. Wäre wahrscheinlich voll der riesige Spoiler oder so. Für Kingdom Hearts 3 oder so, ist da sowieso irgendwie alles verbunden mit Kingdom Hearts 3, ne? Und ja, boah. Vielleicht werde ich mir noch ein bisschen öfter ansehen oder so. So gucken. Aber ja, war interessant. War eigentlich nur so eine kleine Nebengeschichte zu diesen fünf Leuten, beziehungsweise noch dem Meister und den anderen Typen. Und ja, wir wissen jetzt, aber ich nehme mal sehr stark an, es wird sehr wichtig sein in Kingdom Hearts 3, was wir hier alles herausgefunden haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach so nur dahin geklatscht ist oder so. Das wird auf jeden Fall. Ich kenne doch Kingdom Hearts. Tun schon seit dem ersten Teil hier Sachen foreshadowing oder irgendwie auf Sachen anspielen, die später irgendwie wichtig werden. Ich muss mir mal gucken, was dieses Zeichen ist. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Warte mal. Kann ich das Zeichen noch mal sehen? Ich habe das Gefühl, der Meister aller Meister, Dingenskirchen hier, hat in irgendeiner Form was mit Sigmar zu tun, mit Break. Ich sag's schon von Anfang an, Break ist der beste Charakter und der ist irgendwie der wahre Bösewicht der gesamten Serie.
Ich habe das Gefühl, der tut selbst Xehanort irgendwie hier hintergehen am Ende von Kingdom Hearts 3 und irgendwie als wahrer Bösewicht hier so auftreten. Ich habe das so im, ich tue halt hier offiziell Callen, sag ich mal. Okay. Wollte ich jetzt meinen Controller wieder annehmen? Charaktere freigeschaltet, was? Oh, warte mal. Kann ich mir angucken? Ja. Der Meister aller Meister. Ein mysteriöser Mann, der ein Auge besitzt, das die in die Zukunft blinken kann. Müsste das dadurch erlangte Wissen, um das Buch der Prophezeiung zu verfassen. Ja, und weiß, ob hinter seinen verspäten, fast schelmischen Art Berechnung oder ein wahres Ich steckt. Er ist verschwunden, nachdem er 5 von seinen 6 Lehrlingen je ein Exemplar des Buchs verliehen hat. Ira. Einer der Schlüssel des Meisters, des Meisters, der ein Exemplar des Buchs der Prophezeiung erhalten hat. Er ist ein zufälliger Schlüsselschwertmeister und Anführer der Unicornis-Bündnis. Der Meister macht sich oft über seine ernste Seite lustig. Seine Aufgabe ist es, der Anführer der Propheten zu werden, nachdem der Meister verschwunden ist. Irgendwie eine Schülerin des Meisters, den ein Exemplar des Buchs zur Verzeihung erhalten hat, blablabla. Sie ist eine tugendhafte Schlüsselschwertmeisterin und die Anführerin des Angois-Bündnisses. Sie hat große Hochachtung vor dem Meister. Ihre Aufgabe ist es, mit redlichem Blick über die anderen zu wachen. Erzählt, blablabla, Prophezeiung erhalten. Er ist der furchtlose Schlüsselschwertmeister und Anführer des Ursus-Bündnisses. Wenn er dazu neigt, sich auf seine pure Körperkraft zu verlassen, hat er auch ein reines Herz und ausgeprägte Sinn für Gerechtigkeit. Aira zu unterstützen, ja. War einer der Schülerin des Meisters, die ein Exemplar des Buchs zur Prophezeiung erhalten hat. Obwohl sie eine Schlüsselschwertmeisterin ist, ist aufgrund ihres Alters von den anderen Schlüsselschwertträgern oft wie eine Freundin behandelt. Sie ist die Anführerin des Vulpes-Bündnisses. Ihre Aufgabe ist es, besonders Schlüsselschwertträger ungeachtet irgendwelche Bündniszugehörigkeit zu finden und ihre eigenen Organisation zu gründen. Gula, der ein Prophezeiung, blablabla. Er ist ein Schlüsselschwertmeister mit einem kühlen Kopf und Anführer des Leopardus-Bündnisses. Er bevorzugt es, einen gewissen Abstand zu anderen einzuhalten und sieht sie nicht als Kameraden an. Seine Aufgabe ist es, das Geheimnis des Buchs der Prophezeiung aufzudecken. Luxo, der einzige Schüler des Meisters, der kein Exemplar des Buchs der Prophezeiung erhalten hat. Bevor er sich auf eine Reise aufmacht, erhält er doch jedoch ein Schlüsselschwert und eine schwarze Truhe. Chirite, vom Meister erschaffen, um den Schlüsselschwertträger zur Seite zu stehen. Diese kleinen Tierchen sind hilfreich, kleine Geister, die sich jedoch schwarz verfärben und sich zu Albtraum verwandeln, wenn ihr Besitzer die Dunkelheit einheimfällt. Ephemer, ein junger und aufgeschlossener Schlüsselschwertträger. Er hinterfragt die Funktionsweise der Welt und beschließt, den Geheimnissen auf den Grund zu gehen, die sie bereithält. Die Pusteblumen. Aber spezielles Bündnis ins Leben gerufen für besonders ausgewöhnliche Schlüsselschwertträger. Interessant. Ich möchte die Truhe noch mal sehen. Zeichen auf der Truhe. Keine Ahnung, das sah auf den ersten Blick aus wie Sigmas Waffe. Ich bin jedenfalls sehr überzeugt, dass es irgendwas mit Sigma auf sich hat. Der Typ ist in irgendeiner Verbindung mit Sigma. Sigma ist ja auch böse wie der gesamten Serie, ich sag's jetzt. Und ja, das war interessant. Leider kann ich ja nur Theorien aufstellen, anstatt irgendwie hier Antworten zu bekommen. Aber das ist Kingdom Hearts. Das ist Kingdom Hearts. Das war schon immer Kingdom Hearts. In Kingdom Hearts 1 wollte man wissen, wer diese Figuren in den schwarzen Kutten waren, nachdem man irgendwie das Secret Ending ja freigeschaltet hat von Kingdom Hearts 1. Danach, wenn man Kingdom Hearts 2 durchgespielt hat, wollte man wissen, wer diese Typen in den Rüstungen waren, welche dann die Charaktere zu Birth by Sleep wurden. Und ja, all diese geheimen Endings und all sowas, das ist sowieso immer riesiges Foreshadowing hier zu späteren Titeln oder die optionalen Bosse und so. Ja, man kann eigentlich nur wie blöde Theorien aufstellen und deswegen liebe ich die Serie auch so. Keine Ahnung, Kingdom Hearts ist eine der besten Dinge auf der Welt, finde ich, so Serien oder Spiele, Bücher, Filme. Also eines der besten Medien, finde ich, sage ich jetzt mal so. Und ja, ich freue mich tierisch auf Kingdom Hearts 3, was auch irgendwann auf diesem Projekt, auf diesem Kanal auftauchen wird, in was weiß ich wie viele Jahren. Kann noch warten, ich tue schon seit 10 Jahren warten wahrscheinlich. Und ja, dann würde ich sagen, das war's dann mit diesem kleinen Film. Wird in 2 Parts hier eingeteilt.
hoffe ich. Und ja, als nächstes sehen wir uns dann, ich glaube, eine Woche später in Kingdom Hearts of Fragmentary Passage, was das letzte Dingen hier auf der Disc ist und auch das letzte Kingdom Hearts Projekt vorerst, bis Kingdom Hearts 3 jedenfalls rauskommt. Und ja, weiß nicht, wie lange das dauert, aber wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn die Zeit gekommen ist. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen würdet. Und wir sehen uns dann irgendwann. Ciao. Muss auch perfekt.